Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage, Visual Style, Mac for Lin, haben wir schon ein eigenes Video zu gemacht, wie Sie das auf Ihrem Rechner installieren können. Ansonsten, die üblichen Spielregeln finden Sie in Form eines Videos auf dem Channel Semperesponso. Die Mails mit den Fragen bitte an den Channel Semper Video schicken. Heute haben nur drei Fragen das Ganze hier überlebt. Insoweit legen wir los und halten uns kurz. Dido King. Bootscreen austauschen unter Ubuntu 10.10. Können wir jetzt hier noch nicht so viel zu sagen. Das Video von uns ist noch in der Planung. Deswegen darauf kurz warten. Sam Fischer 1976 hat noch eine Frage nachgeschoben. Und zwar kommen wir zu einer anderen Frage zuerst. Er hatte drei Fragen wohl in der letzten Mail und ich habe wohl zwei von dreien übersprungen, um sowas künftig zu vermeiden. Einfach aus jeder Frage eine eigene Mail machen. Dann kann das nicht passieren. Das ist richtig. Aber manchmal kriegen wir hier ewig lange Mails und es geht dann halt nur um eine Geschichte und deswegen da kann das schon mal passieren, dass da was übersprungen wird. Ist auf jeden Fall nicht absichtlich. Deswegen einfach immer nachschieben, wenn was vergessen wurde oder halt direkt da einzelne Fragen draus machen. Ist völlig egal, ob das drei einzelne E-Mails sind oder eben eine lange Mail. Nur die Gefahr des Versehens, des Übersehens ist da größer. Egal. Kommen wir zu Potte. Und zwar ist es richtig, dass man, wenn man unter Ubuntu unterwegs ist, auf Windows-Dateisysteme, Festplatten zugreifen kann. Und ist das gefährlich für Vista? A, ja, Sie können darauf zugreifen. B, wenn Sie natürlich die falschen Dateien löschen, dann ist das auf jeden Fall gefährlich. Haben wir aber schon in dem Video gezeigt. Ich glaube, es war sogar kürzlich in dem Video Ubuntu neben Windows installieren. Da habe ich nämlich gezeigt, dass man über dieses Orte-System hier oder über dieses Menü, da haben wir nämlich hier die Festplatten, die bekommen wir hier angezeigt. Unter Ubuntu. Und dann einfach da draufklicken, dann wird die gemountet und danach können wir uns da ganz normal durchbewegen, als wenn das Ganze halt direkt unter Ubuntu wäre. Dann nochmal eine Frage bezüglich seines Handys. Da können wir immer noch nichts zu sagen, da uns das Handy nicht zur Verfügung steht. Letzte Frage, Rocky 447744, nochmal bezüglich seines Chrome-Problems. Und da müssen wir uns verabschieden. Wir wissen nicht, welche Geschichte Sie daran hindert, mit dem Teil online zu gehen. Wie Sie sagen, der IE funktioniert, der Firefox funktioniert, der Opera funktioniert. Also Windows hat kein Problem, die Internet-Einstellungen unter Windows haben kein Problem und diese drei Webbrowser haben kein Problem. Eine Standalone-Version hat wohl auch kein Problem. Warte mal, ich hab mal Ihre Antwort, die Standalone-Version von Google Chrome installiert. Er lädt aber trotzdem nichts. Was tun? Ja, wie gesagt, da gehen wir langsam die Ideen aus. Warum der nichts lädt. Ja, müssen wir uns verabschieden. Können wir von hier aus nicht sagen, das müsste wohl allenfalls eine Prüfung des Rechners direkt ergeben, warum der da so rumzickt. Wie gesagt, es gibt keinen logischen Grund, jedenfalls fällt mir nichts mehr ein, was da noch dafür sprechen könnte. Insoweit sorry. Okay.